Zum Tagesordnungspunkt 29, interfraktioneller Antrag Sozial aus der Krise, Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Lockdowns begegnen. Es liegen ein Ersetzungsantrag der Dissidenten vor und ein Ergänzungsantrag der Fraktion Die Linke. Und ich darf zunächst um Einbringung des Ersetzungsantrages bitten. Ist bei der Dissidentenfraktion jemand startbereit? Ach so, dann nehmen wir zuerst das Rederecht für die Gastrednerin dran und ich darf Frau Herpetz vor ans Mikrofon bitten. So. Geschäftsordnungsantrag, Herr Nitsche, bitteschön. Ja, Frau Bürgermeisterin. Ich möchte darum bitten, dass wir, wenn wir jetzt in diesem Punkt debattieren, uns vollkommen klar sein müssen, dass wir die Sache ernsthaft verfolgen. Denn wenn wir zum Beispiel ernsthaft verfolgen, dass wir nach 100 Minuten unsere Masken abnehmen müssen, dann hätten wir eine Stunde eher Pause machen müssen. Ich denke mal, wenn wir Regeln haben und diese Regeln eingehalten werden sollen, dann sollten wir uns auch alle dran halten. Auch die Sitzungsleitung jeweils. Das betrifft jetzt nicht Sie, das betrifft in dem Fall den Oberbürgermeister, der jetzt leider nicht mehr da ist, aber er hat gemäß der von ihm vorgegebenen 100-Minuten-Regel um genau eine Stunde dagegen verstoßen. Gut, vielen Dank, Herr Nitsche, für den Hinweis. Ich würde das dem Oberbürgermeister so ausrichten. Und wir kommen da, es gibt noch einen Geschäftsordnungsantrag, Frau Barkow, bitte. Ja, sehr geehrte Frau Sitzungsleiterin, ich würde gerne den Gesamtantrag erstmal einbringen, bevor wir zu den weiteren Ersetzungs- bzw. Änderungsanträgen kommen. Gut, vielleicht macht es auch für die Zuschauer im Livestream Sinn, dass zunächst der Ursprungsantrag eingebracht wird. Dann würden wir aber trotzdem fortsetzen mit dem Ersetzungsantrag und dem Ergänzungsantrag. Und dann würde die Gastrednerin Frau Herpetz Rederecht bekommen. Dann haben wir das so sortiert. Bitte schön, Frau Barkow, zur Einbringung des interfraktionellen ursprünglichen Antrags. Ja, wunderbar, vielen Dank. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte ZuhörerInnen, ich möchte gerne den Antrag vorstellen, sozial aus der Krise, Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Maßnahmen zur Bekämpfung eben dieser vorstellen. Wir haben heute fast auf den Tag genau 2 Jahre einen Zustand der Pandemie, einerseits mit dem Infektionsgeschehen, andererseits aber auch 2 Jahre Begleitmaßnahmen, um eben diese Pandemie einzudämmen. Und trotz, dass wir jetzt gerade ganz aktuell über viele Lockerungen sprechen und sicherlich auch andere Themen, das Corona-Thema seit langem mal wieder aus den Nachrichten etwas in den Hintergrund haben rücken lassen, ist die Krise ja noch lange nicht vorbei. Und vor allen Dingen auch die Auswirkungen und die Nachwirkungen für viele, die ganz besonders unter der Krise oder auch unter den Maßnahmen zur Eindämmung zu leiden hatten und immer noch haben. Und hier ist tatsächlich einfach auch festzustellen, jetzt im Verlauf dieser 2 Jahre, dass die Belastungen durchaus sehr ungleich verteilt sind. Um nur einige Gruppen zu nennen, die sicherlich jetzt ganz besonders eine schwere Zeit hinter sich haben, sind es natürlich Menschen, die aus eigenen gesundheitlichen Situationen heraus sich selbst oder ihre Liebsten ganz besonders vor einer Infektion schützen müssen und deswegen seit 2 Jahren isoliert leben, sich zurückziehen müssen, versuchen, Kontakte zu meiden. Genauso ist es sicherlich ganz besonders hart für Jugendliche und junge Erwachsene, dass seit 2 Jahren ganz, ganz viele Begegnungsmöglichkeiten eingeschränkt wurden und waren und immer unklar ist, wie man sich denn treffen kann. Das trifft sicherlich junge Menschen noch mal deutlich stärker als ältere Menschen. Und um eine dritte Gruppe zu nennen, auch Familien haben eine ganz besondere Last und Belastung getragen, tun das auch nach wie vor. Eltern von Kindern, die in der Schule sind, die im Kindergarten sind, leben jetzt seit 2 Jahren mit der Unsicherheit, ist nächste Woche auf oder nicht, gibt es wieder mal 2 Wochen Quarantäne, sind die Öffnungszeiten verkürzt, ist der Hort offen, ist die Kita geschlossen, etc.
Hier hat sich auch herausgestellt, das zeigen bundesweite Studien, dass insbesondere Mütter ganz besonders stark von dieser Belastung betroffen sind. Es gibt sicherlich noch zahlreiche Gruppen mehr, die hier es wert wären, gesondert genannt zu werden, aber deutlich ist, dass Belastungen für viele massiv sind und das jetzt auch schon seit 2 Jahren. Es gibt dazu bundesweite Studien von verschiedenen Forschungseinrichtungen, die das ganz deutlich zeigen. Und auch in Dresden spiegelt sich dieses Bild natürlich genau so wider. So haben wir zum Beispiel Rückmeldungen von Beratungsstellen der psychosozialen Beratung, dass die überhaupt nicht mehr der Nachfrage nachkommen können, weil einfach so viele Leute psychosoziale Beratung brauchen, gerne in Anspruch nehmen möchten. Auch das Thema Drogen und Sucht hat deutlich zugenommen. Zum Beispiel, wenn man sich mal die Abwasseranalysen anschaut, sieht man hier, dass tatsächlich deutlich höhere Rückstände sind. Und zur Sucht gehört sicherlich auch das Thema Medienkonsum, was in den letzten 2 Jahren eine ganz andere Dimension nochmal angenommen hat. Und ein Punkt wird auch deutlich, dass bei ganz vielen einfach eine unheimliche Erschöpfung eingetreten ist. Also dass diese 2 Jahre, die wir jetzt verbracht haben, an den Kräften gezehrt haben und viele Leute einfach nicht mehr können. All das wissen wir und jetzt können wir doch nicht einfach nichts machen, sondern darauf müssen wir doch reagieren und müssen doch genau diejenigen erreichen, die so überlastet sind und müssen doch unsere Angebotslandschaft versuchen, so passgenau wie möglich zu machen, damit wir eben genau jene Menschen unterstützen können. Da ist viel passiert, da war sowohl die Verwaltung auch sehr flexibel in den letzten 2 Jahren, genauso waren Träger auch sehr flexibel und haben ihre Angebote entsprechend angepasst, um trotzdem noch wirksam zu sein. Aber trotzdem müssen wir doch, insbesondere auch bevor wir den nächsten Doppelhaushalt aufstellen und die nächste Förderung verteilen, müssen wir doch genau prüfen, reicht das denn, was wir haben? Sind denn Bedarfe aufgetreten, die bisher so nicht gesehen wurden oder jetzt ganz verstärkt aufgetreten sind? Müssen wir daraufhin Angebote verändern, neue schaffen? Können wir Dinge vielleicht auch erstmal zurückstellen? Und was genau müssen wir tun, um eben genau jenen Menschen, die unter diesen ganzen Belastungen eben so massiv gelitten haben, Unterstützung anzubieten können und hier ein Netz aufspannen zu können oder dieses Netz auch engmaschiger knüpfen zu können? Dazu gibt es ja sowohl innerhalb der Verwaltung, in den Fachplanungen, unheimliche viele Erkenntnisse, die einfach natürlich auch gewonnen haben in den letzten 2 Jahren. Genauso gibt es natürlich auch die Erkenntnisse, die die Träger in ihren Einrichtungen, in ihrer Beratungslandschaft, bei ihren Angeboten gemacht haben jetzt in den letzten 2 Jahren. Und es gibt ja auch wissenschaftliche Studien auf Dresden bezogen, auf Sachsen bezogen oder bundesweite. Und die gilt es jetzt, das ist unsere Auffassung als ganz besonders dringend, die gilt es doch jetzt zusammenzuführen, um eben genau zu gucken, wo gibt es Bedarfe, die bisher nicht abgedeckt sind, wo müssen wir reagieren und wie müssen wir hier ganz konkret vorgehen, um darauf reagieren zu können. Darauf zielt auch der Antrag ab, dass wir eben genau diese fundierte Analyse vornehmen, was in Teilen ja auch schon passiert ist, aber dass wir das auch zusammenbringen und daraus ableiten, welche Maßnahmen wollen wir in der Stadt treffen, welche müssen wir treffen und auch die Frage in Bezug auf die Haushaltsverhandlungen, die jetzt ja kurz bevorstehen, wie müssen wir hierauf reagieren. Auf den Änderungsantrag bzw. Ergänzungsantrag der Dissidenten würde ich dann in der 2. Runde eingehen. So, damit ist der Antrag eingebracht und wir kommen zur Einbringung des Ersetzungsantrages der Dissidentenfraktion. Der wird von Frau Herpitz eingebracht. Alles klar. Herzlich willkommen, Frau Herpitz. 5 Minuten Redezeit. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Stadträtinnen und sehr geehrte Menschen hier im Saal und draußen im Netz. Ich bin Anne Herpitz, Studentin und Tutorin für Studierende an der Technischen Universität Dresden. Mitte November durfte ich dankenswerterweise bei der Anhörung zum Antrag neben Vertreterinnen von verschiedenen sozialen Trägern und der Verwaltung schon sprechen. Meine damalige Präsentation zur Situation von Studierenden können Sie auf der Website der Dissidenten einsehen
und bei Fragen zu Zahlen und Fakten gerne noch hier im Raum auf mich zukommen. Ich sage es ganz ehrlich, ich bin massivst enttäuscht. Bei der Anhörung im November vor 5 Monaten wurden bereits viele, auch konkrete Bedarfe aus verschiedenen sozialen Bereichen genannt und trotzdem ist es bei diesem bescheidenen Prüfauftrag geblieben. Bis heute, 2 Stunden vor der Sitzung, reichte die linke Fraktion plötzlich einen Antrag ein und forderte Geld für Studierende. Wir haben aber seit 2 Jahren nun eine Pandemie. Wozu war eigentlich die Anhörung, wenn es beim Prüfauftrag geblieben ist? Ich frage mich ganz ehrlich, was genau die antragstellenden Fraktionen davon abgehalten hat, konkrete Maßnahmen als Ergänzungsantrag dranzuhängen. Das hat nun die Dissidentenfraktion getan, übrigens als Ergänzungs- und nicht als Ersetzungsantrag. Sie beantragen, wie in meinem Vortrag damals erbeten, eine Umzugsbeihilfe für Studierende und auch Auszubildende, ähnlich wie die damals existierende, wieder einzuführen. Diesmal jedoch aus anderen Gründen. Die Corona-Krise hat überall ihre Spuren hinterlassen. Viele Studierende haben ihren Job verloren, haben bereits fast 2 Jahre zu Hause vor dem Rechner verbracht. Finanzielle Mehrausgaben waren nötig, der Kontakt zu Menschen fehlt. Und, das ist mit der wichtigste Punkt, es sind einige gar nicht erst in ihre Studienstadt gezogen. Ich habe Kommilitonen, die in anderen Teilen Sachsens, aber auch in Brandenburg, in Thüringen oder auch in Bayern wohnen geblieben sind, weil es sich doch gar nicht lohnt, nach Dresden zu ziehen, wo man auch im Haus der Eltern vorm Rechner sitzen kann. Die Corona-Pandemie wird sich, auch wenn ich es nicht hoffe, noch weiter hinziehen. Auch bei den Auszubildenden sieht die Situation nicht viel besser aus. Fehlende Kontakte in den Unternehmen und zu anderen Auszubildenden sind auch hier an der Tagesordnung. Finanzielle Mehrausgaben waren nötig. Ein Umzug kostet schließlich extra Geld und Aufwand und an genau dieser Stelle kann und muss auch entlastet werden. Es sollte uns auch der Rückgang der zugezogenen Personenzahlen 2020 und 2021 alarmieren, der sich auch entgegen möglicher Erwartungen nicht stabilisiert oder umkehrt. Besonders in den Sparten Zuzüge aus den neuen Bundesländern und aus dem Rest Sachsens zeigt sich der Rückgang in den letzten 2 Jahren am stärksten. Und genau von dort kommen ja die meisten Studierenden und Auszubildenden. Dresden schrumpft also gerade. Erst vor kurzem haben sich viele Studis in meinem Tutorium geäußert, dass sie momentan noch zu Hause bei den Eltern sitzen und jeder kannte Studentinnen, die nicht nur nicht ausgezogen, sondern sogar zurückgezogen sind und im Worst Case sogar die Uni gewechselt haben. Und wir sehen auch einen Rückgang in den Studierendenzahlen, beispielsweise an der TU Dresden, ganz besonders bei den Studienanfängerinnen. Das würde uns als Stadt auf lange Sicht gesehen in massive Problemlagen stürzen. Wer nicht zum Studieren hierher zieht, wird auch nicht zum Arbeiten hierbleiben können oder später hierher ziehen. Die Umzugsbeihilfe ist also ein klarer Anreiz, doch endlich in die Landeshauptstadt zu ziehen. Dresden muss seinem Titel als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort gerecht werden, indem sie sich in der Pflicht sieht, zuziehende Studierende und Auszubildende nicht nur verbal willkommen zu heißen, sondern auch finanziell bei diesem Schritt zu unterstützen. Und besonders in dieser Krisenzeit muss die Stadt aktiv dafür sorgen, dass Dresden trotz der schwierigen Umstände attraktiv bleibt. Die Umzugsbeihilfe ist also nicht nur ein finanzieller Anreiz bzw. eine finanzielle Entlastung, sondern auch ein symbolisches Zeichen. Sie haben also heute die Möglichkeit zu zeigen, dass Ihnen die Interessen und Anliegen von Studis und Azubis sowie die Zukunft unserer Stadt was wert sind. Außerdem ist es eine ganz konkrete Möglichkeit, etwas für die Situation einiger, auch zukünftiger Studierender und Auszubildender zu tun. Wenn sich hier nichts ändert, sieht es in der Zukunft noch finsterer aus. Ich bitte Sie also wirklich inständig, diesem Ergänzungsantrag heute zuzustimmen. Als Stadträtinnen haben Sie jetzt die Verantwortung. Denken Sie also bitte an die Studis und Azubis, die seit 2 Jahren bei ihren Eltern vorm PC hocken, darauf wartend, sozial aus der Krise zu kommen und nicht noch länger warten wollen. Danke an die Personen, die sich schon lange für die Umzugsbeihilfe stark machen und für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Vielen Dank, Frau Herpetz. Und damit steigen wir in die Fraktionsrunde ein. Zunächst hätte die FDP-Fraktion das Wort, wird das Wort gewünscht. Ich stelle fest, das ist nicht der Fall. Damit hätte die CDU-Fraktion dann das Wort. Auch hier wird das Wort nicht gewünscht. Und damit sind dann die Grünen dran. Frau Siebeneicher ist mit einem Redebeitrag gemeldet. Sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen im Rat. Ja, wir sind mitten in der 5. Corona-Welle in Dresden.
Und mit diesem interfraktionellen Antrag wollen wir zum einen zurückblicken, aber auch nach vorn. Die Frage, die uns als Linke, SPD und Grüne beschäftigt, ist: Was hat sich durch Corona verändert und welche neuen Bedarfe ergeben sich daraus? Und das vor allem im Bereich der Sozial- und der Jugendhilfeplanung, im Bereich der Gesundheitsprävention und im Jobcenter. Welche städtischen Angebote braucht es, damit Dresden wirklich sozial aus der Krise kommt? Unser Antrag wurde im März letzten Jahres eingereicht und wurde umfassend beraten. Es gab auch eine öffentliche Anhörung und es war uns sehr wichtig, auch die Meinung der vielen Fachkräfte oder eben der Interessenvertreter zu hören. Ich für mich habe daraus folgende erste Schlüsse gezogen. Zum einen, die Straßensozialarbeit war in den Monaten der Kontaktbeschränkungen und aufgrund des Notbetriebs von vielen Einrichtungen, vor allem Sozialeinrichtungen, für Hilfesuchende oft die erste und wichtigste Anlaufstelle. Die Investition, die wir vor allem als linke Seite des Rates in dem Bereich Jugendarbeit und Straßensozialarbeit in den letzten Jahren getätigt haben, die hat sich gelohnt und hier sollten wir in Zukunft auch nicht sparen. Bei Wohnungslosen wurden die Kapazitäten der Notunterbringung erhöht. Und dennoch erleben wir, dass Corona viele dieser Menschen aus dem öffentlichen oder dem halböffentlichen Raum stark verdrängt hat. Auch hier sollten wir genauer hingucken, wie wir darauf reagieren und ob zum Beispiel Tagestreffs für Wohnungslose doch noch ein Thema werden sollten in unserer Stadt. Positive Effekte von Corona sollten wir aber auch nicht vergessen. Es hat zum Beispiel die Chance gegeben, in der Jugendarbeit Beratungsgespräche 1:1 durchzuführen während eines Spaziergangs. Und es sind viele Antragsverfahren unbürokratischer vonstatten gegangen als in der Vergangenheit. Hier lohnt es, genau hinzuschauen, daraus zu lernen und solche Effekte auch in Zukunft weiter zu nutzen. Corona hat aber auch viele Menschen einsam gemacht, jung wie alt. Hier braucht es weiterhin ganz konkrete Angebote der sozialpsychiatrischen Dienste der Stadt, der Suchtberatung, aber auch für überforderte Familien. Wir müssen gucken, wie wir den Beratungsbedarf in Zukunft vielleicht in den sozialen Diensten auch ausbauen müssen. Wenn der Antrag heute eine Mehrheit findet, und ich hoffe das, dann erhält das Sozialamt und das Jugendamt vor allem die Aufgabe, unsere aktuellen Prüfungen zu prüfen, unsere aktuellen Planungen zu prüfen. Die Verwaltung wird aufgefordert, uns als Stadtrat auf Veränderungen hinzuweisen. Und mir ist es nochmal ganz wichtig, hier zu betonen, weil wir haben das von der Vorrednerin Frau Herperz gehört, es, glaube ich, so ein Missverständnis gibt, was wirklich die Zielrichtung des Antrags ist. Wir wollen den Antrag nutzen, um auf die Planung drauf zu gucken, um gut vorbereitet zu sein für die nächsten Haushaltsberatungen. Und die stehen im Herbst diesen Jahres an. Wir werden als Grüne, und jetzt bin ich beim Ergänzungsantrag der Dissidentenfraktion, wir werden als Grüne heute nicht in einzelnen Punkten dem Haushalt vorgreifen, indem wir zum Beispiel eine Studentenumzugsbeihilfe beschließen wollen. Denn das, was in der Anhörung zu Recht als ein ganz konkretes Problem geschildert wurde, ist ein Problem neben vielen anderen. Und hier müssen wir sortieren, diese Anregungen nehmen wir auf. Und gern können wir dazu auch bei Haushaltsberatungen im Herbst genauer drüber reden. Ich glaube, 5 Fragen sind wirklich entscheidend im Moment. Das eine ist, wie gut hat Dresden im Krisenmodus bis jetzt funktioniert? Was haben wir gelernt? Wie konnte Verwaltung und wie konnten Träger darauf reagieren? Zweitens, inwieweit wurden bereits jetzt unsere Angebote angepasst und wie soll diese Anpassung vielleicht in Zukunft auch weiter stattfinden? Drittens, wie reagieren wir auf komplexe Probleme, die es vor Corona schon gab und die durch die Pandemie aber verstärkt wurden? Und hier bin ich wieder bei dem Thema Einsamkeit und bei psychischen Belastungen. Viertens, wie haben sich unsere Stadtteile, wie hat sich unser Sozialraum durch Corona verändert? Wie können in Zukunft Jugendclub, Familienzentrum, Seniorenberatung noch besser in dem jeweiligen Stadtraum zusammenarbeiten und dort helfen, wo Hilfe benötigt wird?
Und abschließend, welche Chancen ergeben sich aus der Digitalisierung in der sozialen Arbeit, in der Jugendarbeit und wie sollten wir sie in Zukunft nutzen? Ich danke allen, die an diesem Antrag mitgearbeitet haben, die in den Beratungen sich schon eingebracht haben, auch der Seniorenbeauftragten, die in der Anhörung ein sehr spannendes Positionspapier der Stadtverwaltung vorgelegt hat. Und ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Soweit Frau Siebeneiche für die Fraktion Die Grünen. Und wir setzen fort in der Fraktionsrunde mit der AfD. Herr Lommel war hier als Redner gemeldet. Sehr geehrte Frau Zweite Bürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer am Livestream. Wir behandeln einen interfraktionellen Antrag der Linksfraktion Bündnis 90 Grünen SPD. Es sollen also aufgrund der Corona-Krise Bedürfnisse erfasst werden, die durch die Krise entstanden sein könnten. Jobcenter soll Bedürfnisse suchen, die Stadt soll ein Gutachten entwickeln, mal gucken, wo ein Bedürfnis da ist. Die Verwaltung freut sich natürlich, einen weiteren Bericht zu erfassen, um dann mal zu gucken, was wir an Bedürfnissen finanzieren können. So kam mir das zumindest hier vor. Die Vorrednerin, die erzählt hat, dass mit dem Studieren, ich komme nachher dazu, erzählt hat, naja, da kommen hier keine Leute dazu, um hier zu bleiben, wenn man hier nicht studiert, das ist ja nur die halbe Wahrheit. Also aus meiner Sicht kämen sehr viele qualifizierte Arbeitsplätze her, wenn der Herr Oberbürgermeister es geschafft hätte, Intel hier anzusiedeln. Dann kämen Leute her und nicht durch irgendwelche andere Sachen. Die Leute suchen Arbeitsplätze und nicht Illusionen. Und die hätten wir durch eine wertvolle Gestaltung bekommen. Das ist nicht geglückt, aus welchen Gründen auch immer. Das wird die Debatte der nächsten Monate bringen. Der Antrag ist also meines Erachtens von Eventualitäten, hier wurde vorgetragen von Alkoholkonsum, ja, das sind alles schlimme Krankheiten, von gestiegenen anderen Krankheiten, auch das ist schlimm, aber nie ein Beweis oder irgendwie in einer Form, wo man sagen kann, okay, da ist was dran, es wird ein Bericht gemacht. Also, der Antrag möchte gern etwas Gutes tun, kann es aber nicht einmal genau sagen. Und deswegen ist es ein schwacher Antrag und wenn dann die Verwaltung nicht das liefert, was man sich wünscht, kann man das gut im Wahlkampf verwenden und sagen, guck mal, die böse Verwaltung und hat nichts gefunden, obwohl meines Erachtens die Verwaltung versucht hat, schon in der Corona-Krise zu kämpfen. Und dann möchte ich noch mal kurz auf den Ergänzungsantrag kommen. Der ist ja sogar insoweit intelligenter schon, weil zumindest dort wenigstens mal ein Bedürfnis genannt wird, nämlich man möchte haben, dass jetzt hier den Studenten geholfen wird beim Umzug mit Geld. Die Kollegin hat ja die Wünsche hier nochmal konkretisiert. Alles gut, kann man tun. Ein Preis von 60.000 bis 80.000, habe ich mal nachgeguckt, haben wir an Studenten und an Auszubildenden. 80.000 mal 250 Euro. Jetzt hat mir nur noch die Haushaltsvorlage dazu gefehlt. Das sind viele, viele Millionen. Und da muss man sich schon entscheiden, was man möchte. Wir haben heute viele Sachen beschlossen, die auch sehr ins Geld gehen werden. Sehr viel ins Geld geben. Das geht auch ins Geld. Ich weiß nur nicht, wo das Geld herkommt. Und solange das nicht der Fall ist, ist dieser Antrag aus heutiger Sicht wertlos. Es ist ein Antrag, der dafür dient, liebe Studenten, wählt uns, wir tun was für euch. Aber in Wirklichkeit macht ihr nichts für sie, ihr macht nur einen Schaufensterantrag. Das Geld ist nicht da. Und deswegen ist dieser Ergänzungsantrag aus heutiger Sicht nicht da. Und er ist auch sehr, sehr teuer für die Stadt. Das muss man auch deutlich sagen. Man muss irgendwann Prioritäten entschließen, denn Geld kommt eben nicht aus der Steckdose, sondern aus Steuermitteln der Bürger. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wir die Steuerschraube nicht noch weiter nach oben schrauben. Vielen Dank. Soweit Herr Lommel für die AfD. Und wir setzen in der Fraktionsrunde fort mit der Fraktion Die Linke. Frau Barkow wollte noch mal. Die SPD ist danach dran, Frau Barkow. Es kommen alle dran. Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, ich möchte gerne auf meinen Vorredner eingehen, aber außerdem auch noch auf einen Änderungsantrag, den wir jetzt noch eingereicht haben heute, der auf die
Umzugsbeihilfe reagieren soll. Ich fange mal mit dem unmittelbaren Vorredner an. Also Herr Lommel von der AfD, es kommt mir tatsächlich vor, als ob Sie in den letzten 2 Jahren überhaupt nichts mitgekriegt haben, was hier passiert in dieser Stadt. Selbstverständlich, ja, möglicherweise auch vorher noch nicht, das weiß ich nicht, aber jetzt in dem konkreten Fall, selbstverständlich gibt es ganz konkrete Indizien, dass Bedarfe entstanden sind. Der Drogenkonsum ist gestiegen, das belegen die Wasseranalysen der Stadt. Der Alkoholkonsum ist massiv gestiegen, das berichten die Kliniken von Einweisungen. Der Medienkonsum, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, ist massiv gestiegen, sodass tatsächlich hier auch die Frage ist, ist das noch ein gesunder Konsum in Anführungszeichen oder ist das schon in eine Sucht übergegangen? Die Beratungsstellen, die sich mit dem Thema häusliche Gewalt auseinandersetzen, die können mit Zahlen belegen, dass hier deutlich mehr Anfragen und Vorfälle stattgefunden haben. In Obhutnahmen von Kindern und Jugendlichen haben deutlich stärker zugenommen in den letzten Jahren. Hilfen zur Erziehung haben ebenfalls deutlich zugenommen. Also das sind ganz konkrete Fakten, die einfach real sind, also die einfach vorgefallen sind bei den Menschen, die in dieser Stadt wohnen. Und natürlich müssen wir hier drauf reagieren und natürlich müssen wir auch gucken, reicht es denn, dass wir Menschen unterstützen können, die in solchen Belastungs- und Krisensituationen sind, um dort wieder herauszukommen? Es braucht nicht jeder Unterstützung, um aus so einer Belastungssituation wieder herauszukommen, manche aber eben schon. Und natürlich müssen wir genau darauf eingehen und können jetzt nicht so tun, als wäre irgendwie nichts passiert in den letzten 2 Jahren und die Beratungslandschaft so weiterlaufen lassen, wie sie bisher gewesen ist, sondern müssen jetzt hier, um eben zielgenau zu sein, genau darauf eingehen. Und genau das hat der Antrag zum Ziel. Der Antrag ist auch schon einige Monate alt. Wir alle wissen, aufgrund der übervollen Tagesordnung fallen ständig immer wieder irgendwelche Punkte herunter. Deswegen ist er heute dran. Aber heute ist er nach wie vor aktuell und nach wie vor auch wichtig. Denn wir brauchen erstmal den genauen Blick, um dann daraus Schlussfolgerungen ziehen zu können, wo braucht es Veränderungen. Und jetzt möchte ich noch auf meine Vorredner eingehen. Frau Herpertz, Sie hatten hier für die Dissidentenfraktion den Antrag eingebracht zur Umzugshilfe für Studierende. Ja. Es ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Natürlich haben Sie hier auch einen Punkt genannt. Und ja, natürlich sind auch Studierende eine Gruppe, die aufgrund der besonderen Lage an der Uni mit dem Fernstudium de facto, mit dem ganzen digitalen Uni-Ablauf auch nochmal in eine ganz besondere Situation geraten sind und das für viele auch zu Problemen geführt hat, zu Folgeauswirkungen hat und so weiter. Aber eine Umzugshilfe ist hier unserer Ansicht nach überhaupt nicht zielgenau, weil was ist denn mit all jenen, die ihren Erstwohnsitz in Dresden schon angemeldet haben? Die kriegen dann überhaupt keine Unterstützung. Das heißt, es wäre dann nur ein Instrument, ein konkretes Instrument, was im Übrigen auch der grundlegenden Analyse vorgreifen würde. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich das drängendste Problem ist jetzt am Ende, aber das nur denen zugutekommen würde, die jetzt daraufhin dann eben ihren Erstwohnsitz nach Dresden verlagern würden. Und alle anderen hätten dadurch überhaupt gar keine Unterstützung bekommen. Ich glaube, das ist hier an dieser Stelle einfach zu kurz gegriffen und fast auch das Problem, was an den Unis und was bei Studierenden aktuell vorherrscht, tatsächlich ungenügend. Deswegen wollen wir als Linksfraktion dem nicht folgen, wenngleich wir doch auch anerkennen, dass es gerade bei Studierenden und an Unis auch zu wirklichen Problemen gekommen ist. Deswegen ist unser Ansatz hier, dass wir das Studentenwerk eher ausstatten, dass die nämlich auch, das ist die Institution, die genau für solche Dinge zuständig ist, wo auch Studierende selber sich nämlich einbringen können und konkret äußern können, was sind denn die Probleme, was brauchen die denn jetzt, dass dort eher nochmal Ressourcen hingebracht werden können, um auf alle Studentinnen eingehen zu können und nicht nur jene, die jetzt gerade ihren Umzug planen oder eben auch doch nicht planen. Also das ist so ein Vehikel, was wir jetzt gesucht haben, denn wir denken durchaus, dass an der Grundintention was dran ist. Das von Ihnen gewählte Instrument ist hier aber aus unserer Sicht einfach nicht
passgenau und deswegen ist hier der Versuch unsererseits, dass wir tatsächlich auf das Studentenwerk zugehen und dort nochmal schauen, was gibt es denn darüber hinaus, abgesehen davon, dass Leute nicht in die Stadt ziehen, weil eh alles digital stattfindet, was gibt es denn darüber hinaus noch für Themen, die angegangen werden müssen? Vielen Dank. Soweit Frau Barkow nochmal für die Fraktion Die Linke und während sich Herr Treves für die SPD auf den Weg nach vorn macht, darf ich nochmal auf das Tragen der FFP2-Maske auch während der heutigen Sitzung verweisen, § 5 Absatz 4 sächsische Corona-Notverordnung. Ich muss feststellen, es ist während der Sitzung eine gewisse Nachlässigkeit an dieser Stelle eingetreten. Die Masken werden bitte komplett über Mund und Nase getragen und nicht unterhalb des Kinns als Halsschmuck oder so. Und gut, ich glaube, wir können fortsetzen. Die Botschaft ist angekommen. Herr Treves, bitteschön. Sehr geehrte Frau Zweite Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Appell passt ganz wunderbar zu dem Einstieg meiner Rede, weil der erste Satz hier auf dem Zettel lautet, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Ich glaube, dem sollten wir tatsächlich auch Rechnung tragen, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt nach 2 Jahren Corona-Pandemie natürlich Hinweise, auch Belege und können uns die Entwicklung angucken, die in diesen 2 Jahren passiert ist. Es sind schon ein paar Beispiele dafür genannt worden, welche Auswirkungen die Pandemie hat. Das Umsichgreifen oder die Verstärkung von Einsamkeitstendenzen, ein Anstieg im Bereich der häuslichen Gewalt, aber auch finanzielle Engpässe, verursacht durch Arbeitslosigkeit oder auch Kurzarbeit, sind mal nur 3 Beispiele. Es gibt noch viel, viel mehr. Diese Beispiele ziehen sich durch alle Bereiche, diese Beispiele ziehen sich durch alle Gruppen unserer Gesellschaft, Kinder und Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit Kindern, Menschen ohne Kinder, Alleinerziehende, alle sind davon betroffen, bei allen gibt es Auswirkungen, mehr oder weniger schlimm durch diese Pandemie. Und dieser Antrag zielt darauf, einmal die Frage zu stellen, wie fit und gut ist denn unsere soziale Landschaft in Dresden durch diese Krise gekommen? Und da mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Es ist schon an verschiedenen Stellen angesprochen worden. Wir sehen, dass in der sozialen Landschaft gestiegene Bedarfe verzeichnet werden. Da muss man natürlich auch mal gucken, was ist denn da gestiegen, was wird vielleicht mehr benötigt und auch tatsächlich die Ressourcenfrage mal stellen. Die soziale Landschaft ist aber einfach auch mit neuen Anforderungen konfrontiert gewesen. Angebote mussten ins Digitale verlegt werden, telefonische Beratung beispielsweise war vor der Pandemie auch nicht mehr so häufig, ist jetzt wieder deutlich häufiger gewesen und es konnten aber auch neue Erfahrungen gesammelt werden, was funktioniert nicht, was funktioniert vielleicht sogar besser als vor der Pandemie und das betrifft auch nicht nur die Träger in den unterschiedlichen Bereichen in dieser Stadt, das betrifft auch die Stadtverwaltung. Ich würde auch gern von der Stadtverwaltung mal hören, was sie zum Beispiel für Erfahrungen gemacht hat mit der viel flexibleren Anwendung der Förderfähigkeit unserer Fördermittel und ob nicht auch da spannende neue Aspekte gekommen sind. All diese Entwicklungen sollten wir einmal ordentlich aufarbeiten und daraus unsere Schlüsse ziehen und genau das beantragen wir mit diesem Antrag. Und es wäre natürlich sehr sinnfällig, wenn wir diese Aufarbeitung noch vor dem Haushaltsbeschluss, der für dieses Jahr ansteht, hätten, weil wir dann nämlich mit dem Haushalt auch tatsächlich erste Maßnahmen umsetzen können, die wir aus dieser Pandemie gelernt haben. Zu der ganzen Diskussion rings um das Thema Studierende, natürlich, die Pandemie betrifft auch Studierende, sie betrifft auch Auszubildende. Und auch da bin ich sofort dabei zu sagen, die Auswirkungen auf diese Gruppen muss untersucht werden und da müssen wir gucken, an welchen Stellen fehlt es und an welchen Stellen hat es nicht gut funktioniert. Aber dafür, da ist nicht der Platz in diesem Antrag dafür. Sie sehen in dem Antrag auch keine konkreten Handlungsoptionen mit Blick auf Alleinerziehende oder mit Blick auf Seniorinnen und Senioren, sondern hier geht es darum, eine Bestandsaufnahme zu machen. Und dazu gehören natürlich die Studierenden, aber hier geht es eben nicht darum, schon konkrete Lösungsvorschläge und konkrete Veränderungen zu beschließen. Deswegen wird die SPD-Fraktion beide Anträge, die mit Blick auf die Studierenden heute hier ergänzend gestellt worden sind, ablehnen. Da können wir definitiv gern drüber reden, wenn die Ergebnisse dieses Antrags vorliegen, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Kurzum zum Abschluss, die Pandemie war für unsere Gesellschaft eine Herausforderung und eine große Belastung. Sie bietet aber eben auch die Chance festzustellen, wie krisenfest waren die städtischen Hilfen
und was fehlt, um sie wirklich noch richtig krisenfest zu machen. Lassen Sie uns gemeinsam aus dieser Pandemie lernen und lassen Sie uns heute den Auftakt dafür bilden. Vielen Dank. So, damit ist die Fraktionsrunde zu diesem Antrag abgeschlossen. Wird weiterhin das Wort gewünscht in der Debatte? Herr Schmählich, bitte. Sehr geehrte Frau Beigeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, sozial aus der Krise, mächtiger Anspruch, ein Anspruch, dem dieser Antrag nur schwerlich gerecht wird, weil er eigentlich nichts anderes tut, als so eine Art sozialwissenschaftliche Aufarbeitung zu fordern. Der Antrag enthält 4 Punkte. Erster Punkt, zu prüfen. Zweiter Punkt, darzustellen. Dritter Punkt, darzustellen. Viertens, einen Bericht zu erstellen. Ist das nicht nach 2 Jahren Krise zu wenig? Und ist es tatsächlich ein seriöser Anspruch, hier eine solche umfangreiche, und ich hoffe, Kollege Drees, du hörst mir da auch zu, einen solchen umfangreichen Prüfungsauftrag an die Verwaltung zu stellen und allen Ernstes zu glauben, dass wir für die Haushaltsberatungen in einem halben Jahr Ergebnisse auf dem Tisch liegen haben, die wirklich handlungsleitend für Haushaltsberatungen sein können. Also wenn ich die Latte schon so hoch lege, wie ich sie jetzt in diesem Antrag lege, dann muss ich mich darauf einstellen, dass Ergebnisse maximal für die Haushaltsberatungen 24/25 vorliegen. Also ist doch das Mindeste, wenn man einen solch großen Anspruch formuliert, dann mal anzusetzen und zu sagen, gibt es hier nicht eine konkrete Maßnahme, wo klar ist, dass es diesen Bedarf gibt? Und das hat ja meine Kollegin vorhin noch dargestellt, der ist ganz klar bei den Studierenden genau an dem Punkt auszumachen, wo durch die Krise und in der Krise wir tatsächlich zum ersten Mal seit ganz, ganz vielen Jahren wieder weniger Auszubildende, Studierende haben, die hier nach Dresden ziehen wollen. Und dann setzen wir doch da an, zumal wir uns auch letztendlich damit selbst belohnen, weil ich verweise einmal darauf, dass ja praktisch jeder, der seinen ersten Wohnsitz in Dresden hat, auch was die Einnahmeseite angeht, Kollege Lommel, der Stadt ja auch mehr Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen einbringt. Und deshalb sind auch solche Szenarien, wie Sie hier in die Wand gemalt haben, beziehungsweise die Preisschilder, die Sie hier von der Rednertribüne aus ins Publikum gehalten haben, wie teuer das alles ist. Schauen wir uns doch die Realität an. Bevor der Umzugszuschuss abgeschafft wurde, hatten wir 750.000 Euro im Haushalt dafür stehen, die noch nicht mal vollständig verbraucht wurden. Also, wenn wir denn wirklich mit dem großen Anspruch sozial aus der Krise hier einem Antrag zustimmen sollten, dann sollten wir wenigstens in einem Punkt, wo sich jetzt schon klar ergibt, dass wir in der Krise hier auch Defizite provoziert haben und, es schaffen könnten, dass mehr Auszubildende und Studierende ihren ersten Wohnsitz in Dresden nehmen, dass wir das dann hier auch konkret machen sollten. Ansonsten ist dieser Antrag, wie gesagt, am Ende dazu geeignet, eine Aufarbeitung und Bedarfsanalyse vorzunehmen, die uns maximal in 2 Jahren in irgendeiner Form eine kluge Antwort gibt. Also geben Sie uns die Chance, wenigstens in einem konkreten Punkt hier diesen Antrag mit Leben zu erfüllen. Stimmen Sie deshalb unserem Änderungsantrag zu. Vielen Dank. Soweit nochmal Herr Schmählich für die Dissidentenfraktion. Ich stelle fest, wird weiter das Wort gewünscht. Herr Kiesling für die Fraktion Die Linke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, was Herr Schmählich sagt, ärgert mich ein bisschen, weil
dieser Antrag ist ja nicht erst seit gestern auf der Tagesordnung. Der hat schon eine ganz lange Laufzeit. Und eigentlich habe ich diesen Stadtrat so verstanden, zumindest im Sozialausschuss, dass die Kolleginnen und Kollegen dort eng zusammenarbeiten und Probleme auch miteinander diskutieren und Vorschläge einbringen und dass man das auch gegenseitig dann akzeptiert und Anträge verbessert. Wieso kommt ein Antrag bezogen auf eine ganz spezielle Gruppe quasi auf den letzten Metern, als sei euch das erst vorgestern eingefallen? Das riecht ein bisschen nach politischem Parasitismus. Wir gehen auf einen Antrag und wollen da einfach Punkte sammeln. Schade, dass der Beifall gar nicht auf, Entschuldigung, von euch ist er okay. So, zurück. Ich dachte, AfD klatschen, wollte mich gerade distanzieren. Zurück. Dieser Punkt wäre ja noch zu ertragen, wenn das, was ihr vorschlagt, toll gewesen wäre. Aber es tut nur so, als ob es toll ist. Weil welche Folgen im Studierendenbereich die einzelnen Studentinnen und Studenten zu tragen haben durch Corona, das können wir genauso wenig punktgenau sagen, wie in den vielen anderen sozialen Bereichen. Du kritisierst mich ja hier, dass wir im Planungsbereich so vage seien, dass das alles erst spät käme. Das liegt aber in der Natur der Sache. Wir haben Planungen, die laufen jährlich, Kita-Planung. Wir haben Planungen, die laufen zweijährig. Wir haben Planungen, die laufen vier- oder fünfjährig. Das ist der Grund, warum man an dieser Stelle über all diese Planung einmal einen Generalblick legen muss und fragen muss, wo sind denn die Folgen von Corona in diesen Planungen beachtet. Das ist der Grundansatz. Und Entschuldigung, die Hilfen zur Erziehung sind um 12 Millionen Euro gestiegen. Das muss man doch mal zur Kenntnis nehmen. 12 Millionen Euro, das ist viel und das ist zum großen Teil auf Corona zurückzuführen. Und da muss man hinschauen. Das ist eigentlich das Ziel des Antrages. Und dann kommt ihr und nehmt eine Spezialgruppe. Und nicht mal gut, weil nämlich von denen, die nach Dresden ziehen, bestimmt ein gewisser Teil keine Corona-Folgen hatte. Andererseits von denen, die in Dresden wohnen, wahrscheinlich viele schon Belastungen durch Corona hatten. Und deswegen haben wir wenigstens versucht, an der Stelle ein bisschen systematischer anzugehen und zu sagen, diejenigen, die noch wissen können, welche konkreten Folgen im Bereich von Studentinnen und Studenten eingetreten sind, das ist das Studentenwerk. Die sind selbstverwaltet, dort sind Studierende beteiligt und die können am ehesten noch sagen, dieser Student, diese Studentin hat wirklich eine Last durch Corona und andere eben nicht. Und die können Mittel auch genauer, zielgenauer auf diejenigen verteilen, die einen Bedarf haben. Das ist unsere Ergänzung und Verbesserung an dieser Stelle. Und deswegen ärgere ich mich über deine Rede hier, wirklich, weil sie ist sagen, kurzfristig, kurzatmig, so wie ich jetzt beim Reden, aber einfach nur sagen, ein Punkt, wo Dissidenten einfach ein paar sozusagen Öffentlichkeitspünktchen sammeln wollen. Das ist ärgerlich. Unser Antrag ist im Zweifel besser, vielleicht findet es der eine oder andere auch erfolgenswert. Ansonsten würden auch wir das, was die Dissidenten vorschlagen, ablehnen. So, ich schaue noch mal in den Saal. Wird noch das Wort gewünscht zu diesem Antrag? Herr Dr. Schulte-Wissermann. Sehr geehrte zweite Bürgermeisterin, keine Angst, ich mache es kurz. Es ist, ich muss es aber hier aussprechen, es ist ja wirklich mit Händen zu greifen. Es ist, steht im Raum. Ja, die Grünen, die Linken und die SPD, sie winden sich hier um etwas herum. Ja, die einen sagen, es ist nicht zielgenau. Nein, natürlich, die Umzugshilfe soll auch nicht zielgenau sein. Sie ist zielgenau für diese eine Gruppe, aber natürlich nicht für die anderen. Die SPD sagt, ja, es stört irgendwie die Symmetrie in dem Antrag. Und die Grünen, was war euer Argument? Ach so, es muss im Haushalt verhandelt werden. Unser Antrag, da steht drin, die Verwaltung wird beauftragt, bis zum, ich weiß nicht was, relativ bald, eine Richtlinie auszuarbeiten und dem Stadtrat vorzulegen. Und nichts anderes steht da drin. Das heißt, der Stadtrat kann dann, wenn die vorgelegt ist in 3 Monaten, entscheiden, ja oder nein. Wenn die nicht vorgelegt wird, kann der Stadtrat darüber nicht entscheiden. Das ist der Unterschied. Und jetzt noch mal zu den Kosten. Und zu warum das wichtig ist mit der Umzugshilfe. Überlegen Sie mal, ich gucke mal so in Richtung FDP. Ja, die können ja rechnen, können ja mit Geld umgehen, zumindest umgehen, sagen Sie. Also, wie viel Geld bringt eine Studentin, die nicht nach Dresden kommt, Dresden? Null. So, jetzt kommt die Person hier hin und zieht hier hin und wohnt hier, zahlt Miete, zahlt Brötchen, zahlt Straßenbahn und so weiter und so fort. Ja, das sind gut und gerne, ja, was wird das so sein, 600, 700, 800 im Monat, die also dann hier in Dresden ausgegeben werden.
So. Und ja. Und von daher bitte ich Sie, der Umzugshilfe zuzustimmen. Ja, Dankeschön. So, gibt es weitere Wortmeldungen zu diesem Antrag? Herr Lichti, wollen Sie noch mal, bevor Sie immer während der anderen Wortbeiträge parallel in den Saal rufen, biete ich Ihnen an, auch Ihr Rederecht zu nutzen? Nein, gut. Gut, dann ist angekommen. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Ich rufe zunächst die Ergänzungsanträge auf. Und zwar stelle ich zunächst den Ergänzungsantrag der Dissidentenfraktion zur Abstimmung. Wer hier zustimmen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Die Gegenprobe. Enthaltungen? Bei 4 Ja-Stimmen, 62 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen hat dieser Ergänzungsantrag keine Mehrheit gefunden. Und ich rufe an auf den Ergänzungsantrag der Fraktion Die Linke. Wer diesem Ergänzungsantrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Die Gegenprobe. Enthaltungen. Und auch dieser Antrag hat bei 12 Ja, 51 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen keine Mehrheit gefunden. Und damit rufe ich den ursprünglichen Antrag in der Beschlussfassung des federführenden Ausschusses zur Abstimmung auf. Wer diesem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Die Gegenprobe. Enthaltungen. Und der Ursprungsantrag hat mit 42 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden.